Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Es geht weiter mit dem Hokyo Sammai, einem alten chinesischen Text, der dem Tosan Ryokai zugeschrieben wird. Der hat so im 8. 9. Jahrhundert in China gelebt. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Text 2-3 Jahrhunderte jünger ist als das. Aber von wem der Text wirklich stammt, aus welchem Jahrhundert er stammt, muss uns weniger interessieren als wie du ihn liest, wie du ihn auf dich beziehst. Am Anfang des Textes ist von Nyosenoho, dem Dharma so wie er ist, oder manche übersetzen die Lehre der Soheit, so ist der Dharma, alles korrekte Übersetzung. Ich würde sagen, hier, das ist das Ding, das ist das Ding, von denen die Buddhas und die Ahnen gesprochen haben. Und nicht nur in Worten gesprochen, sie haben es weitergegeben. Und jetzt ist es bei dir angelangt. Du hältst es in der Hand. Was machst du daraus? Und viele werden sich dann fragen, in dem Moment, von welchem Ding ist denn da die Rede? Was ist das für ein Dharma, den die Buddhas, manche sagen, schweigend, vertraulich, streng vertraulich weitergegeben haben? Ne? Was genau ist das für ein Ding? Und die Metapher, die Tosan dafür verwendet, ist, es ist wie eine silberne Schale oder ein Tablett oder so wie ein Reiher. Auf dem Tablett sammelt sich Schnee. Der Schnee und die Schale, sie verschmelzen fast, aber sind nicht ein und dasselbe. Und das Tablett oder die Schale steht hier für, was ich in meinem Interview mit dem Thorsten Hesan-Scheffer die Bühne genannt habe. Die Bühne, auf der sich überhaupt erstmal das Theater der Welt abspielt. Und ich bin diese Bühne. Ich bin aber auch gleichzeitig eine Person auf der Bühne. Ich bin beides. Die beiden sind so eng beieinander, dass ich das nicht voneinander trennen kann. Und wenn ich sage, die Bühne oder der wahre Mensch ohne Rang, was hier vielleicht wichtig ist zu erklären, ich meine nicht, dass ich manchmal die Normalbürgerrolle spiele und manchmal spiele ich die Rolle von Buddha. So wie ich jetzt hier den YouTuber spiele und wenn ich ein Antaichi bin, dann spiele ich den Ex-Abt und in meiner Familie, dann spiele ich den Papa oder den Ehemann, wenn ich irgendwo einen Vortrag gebe, dann spiele ich die Rolle des Vortragenden. Und so spiele ich manchmal die Rolle von Buddha und ich spiele manchmal die Rolle des Normalbürgers. Das ist nicht gemeint, sondern das, was hier gemeint ist mit dem wahren Menschen ohne Rang oder der Buddha oder das Silbertablett, die Bühne, ist das, was übrig bleibt, wenn alle anderen Rollen wegfallen. Wenn alle anderen Rollen Feierabend haben, was bleibt dann übrig? Man könnte sagen, da bleibt gar nichts übrig, ne? Wir spielen immer irgendeine Rolle. Aber selbst wenn wir eine Rolle spielen, da ist etwas, was wir oft eben nicht sehen, genauso wie wir den Reiher, den weißen Reiher im Mond nicht sehen oder wir sehen das Tablett nicht unter dem Schnee. Da ist etwas, was in jeder Rolle dabei ist, ohne dass es die Rolle selbst beeinflusst. Und ein anderes Wort, das oft verwendet wird, um das auszudrücken, ist das Sein oder das Da, das berühmte Da, auch, ne? Auch okay, das Da. Da ist der Dharma, da, da. Buddhas haben es an Buddhas weitergegeben. Die Ahnen an die Ahnen. Und jetzt bist du da, da. Pass auf, dass du es nicht übersiehst, dass du es nicht vergisst, dass du es da nicht fallen lässt. Denn unser Geist, der tendiert immer dazu, eben nicht da zu sein, woanders zu sein. Und jeder, der mal eine halbe Stunde Sazen gemacht hat, der kennt das, ne? Sazen bedeutet eigentlich nur, eine halbe Stunde da zu sein, aber das ist nicht so einfach. Und wenn man am Computer sitzt oder am Handy, dann ist es praktisch unmöglich.
Ja, weiter. Die nächsten Zeilen. Ich habe sie beim letzten Mal, die Version beim Zogen auf zensplitter.de, habe ich schon vorgelesen. Jetzt geht es um Worte. Zenseit.de spricht von: Das Bewusstsein ist nicht Sprache. Wenn sich die Gelegenheit anbietet, müssen wir auch dorthin gehen. Auf Japanisch Kokoro, Kotoni ala saleba, Laiki, Mata Omomuku. Und wie gesagt, in manchen Soto-Gruppen wird dieses Sutra auf Japanisch gelesen. Und in vielen Dojos ist dann immer die Frage, warum müssen wir das auf Japanisch lesen? Versteht doch keiner. Warum wird das nicht übersetzt ins Deutsche? Eine Antwort ist, weil du es dann verstehst und dein Geist sich sofort dann auf die intellektuelle Ebene begibt und sich Gedanken macht über die Worte. Ne? Während auf Japanisch, du kannst aufgehen im Rezitieren, eben deshalb, weil du nicht verstehst, was du da rezitierst. Und solange du keinen Grund hast anzunehmen, dass das irgendwelches Teufelszeug ist, was wir da rezitieren, ne, ist es sehr viel einfacher runterzukommen von der Karte, wenn du den Text nicht verstehst. Allerdings in diesem Fall, ne, bei dieser Übersetzung, das Bewusstsein ist nicht Sprache, wenn sich die Gelegenheit anbietet, müssen wir auch dorthin gehen. Für mein Gefühl ist es fast genauso unverständlich wie das Japanische. Was haben die anderen Versionen hier? Ne? Ich werde euch nicht alles vorlesen. Beim Thorsten Hesan findet man, der Sinn ist jenseits von Worten und Erklärungen. Er erscheint im entscheidenden Moment. Folge den Worten und du bist gefangen. Lehne Worte ab und du fällst in den Zweifel. Kokoro koto ni ala saleba. Also koto ist Worte oder Begriffe. Kokoro kann Herz bedeuten, es kann Geist bedeuten, es kann Bewusstsein bedeuten. Man kann es auch so wie hier als den Sinn übersetzen, ne? Und Kokoro bezieht sich in diesem Fall vermutlich auf diese eine Sache, die da ist. Ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Und du kannst es mit vielen Worten beschreiben, wie der wahre Mensch ohne Rang, Buddha-Natur, Erleuchtung, das Selbst, das wahre Selbst, das Sein. Aber die Sache selbst steckt nicht in dem Wort oder in den Worten, in den Erklärungen. Laiki mata omomuku. Laiki. Der Hesan hier schreibt im entscheidenden Moment. In der Zen-Seite war es, wenn sich die Gelegenheit anbietet. Und bei Zen-Splitter, er passt sich an das Entstehende an. Also ihr merkt, hier scheinen sich die Übersetzer nicht ganz einig zu sein. Lai ki, Lai bedeutet komm. Oder, ja, komm. Sich offenbaren, könnte man auch sagen. Dass etwa, oder etwas passiert. Lai ki. Ki ist Aktion. Ki ist Wirken. Da passiert was. Laiki mata omouku. In dem Moment, wo es passiert, musst du da sein. Es geht nicht um die Worte. Versuch es nicht in Worten zu fassen. Such es nicht in den Worten. Es passiert in diesem Moment. Bist du da? Siehst du es? Laiki mata omomuku. Ist dein Geist da in dem Moment, wo es passiert? Da ist der Dharma. Da ist der Dharma. Da passiert's, ne? Und ja, im Koan-Raum, ne, da übt man genau das, ne, mit dem Fächer, mit der Glocke, mit der Blume, ne? Da ist der Dharma. Zeig mir, ob du ihn siehst. Zeig mir, ne, wie du den Dharma anpackst, sozusagen. Geh ran an den Dharma. Laiki mata omomuku. Wie ging es weiter? Leider habe ich den japanischen Originaltext hier nicht vor mir.
Und viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ne? Aber do suleba kakyu o nashi. Wenn du für nur einen Augenblick, ja, zögerst, ne? Dich aus dem Gleichgewicht bringen lässt, fällst du tief ins Loch. Do suleba kakyu o nashi. Tagae ba kocho ni otsu. Wenn du dagegen angehst, wenn du Zweifel hast, fällst du über deine eigenen Füße. Du stolperst über die eigenen Füße. Und genau das passiert immer im Doksan-Raum bei den Koans. Ne? Dafür gibt es die Koans. Genau das versucht der Meister, wenn er dem Schüler ein Koan gibt, ihn immer wieder zum Stolper zu bringen. Ne? Und das ist interessant, wie gut das funktioniert. Haisoku tomo ni hi nali dai kazu no gotoshi. Du darfst weder danach greifen, noch darfst du dich abwenden davon. Und hier ist vermutlich von den Worten die Rede. Ne? Du darfst nicht glauben, dass der Sinn in den Worten steckt, aber er steckt auch nicht woanders. Dai kazu no gotoshi, so wie ein großes Feuer. Das nützlich ist, aber solange du nicht der Dirk bist im Wolkentor, solltest du dich nicht mitten reinsetzen. Feuer ist nützlich, aber auch gefährlich. Du musst wissen, wie man damit umgeht. Und so ist es mit den Worten, mit Verstehen, mit Erleuchtung, was auch immer. Und jetzt sind wir wieder kurz vor der Zeitgrenze. Ich bedanke mich fürs